Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mystic Quest Legend. Das letzte Mal sind wir in ein Loch gefallen und sind umzingelt von Gegnern. Was sollen wir nur tun? Ich würde sagen, die hauen wir alle mal um. War doch ganz einfach. Dann schauen wir doch mal, was wir hier in den Kisten drin haben. Hier haben wir zum einen Krafttränke, sehr schön. Heiltränke, sehr, sehr schön. Und Pfeile, naja, nicht ganz so schön wie der Rest. Und hier haben wir eine weitere rote Kiste. Was könnte sich hier noch drinnen befinden? Ihr werdet es bestimmt wissen, weil ich das letzte Mal schon gesagt habe, dass es hier einen weiteren Ausrüstungsgegenstand gibt. Und zwar das Stahlschwert. Eine neue Waffe für uns. Das Stahlschwert kommt mit einem wesentlich höheren Stärkewert. Das Schwert als mit dem normalen, als das normale Eisenschwert. Und es ist auch stärker als die Axt und die Katzenklauen. Allerdings nicht ganz so stark wie die Mollybomben im Moment. Allerdings wird sich das natürlich im Laufe der Auflevel-Aktionen hier noch ändern. Deshalb ist das im Moment meine Waffe, mit der ich primär angreifen werde, weil ich A. keine Munition verbraten muss und B. trotzdem noch ordentlich Schaden machen kann. Und ich würde sagen, bevor wir uns da runter mal begeben, hauen wir erstmal den dicken Boss hier vor uns um. Würde ich sagen, ist mal eine ganz gute Idee. Hey, Boss! Endlich! Da kommt mein Frühstück! Und da ist er weg. Was ist hier nur los? Ja, der Boss haut vor uns ab. Allerdings nehmen wir natürlich gleich die Verfolgung auf. Und das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Den werde ich auf jeden Fall hier noch umnudeln. Hat er verdient. Vorher will ich allerdings zeigen eine Kleinigkeit. Diese Dinge hier kann man nämlich aufbomben. Meines Wissens bringt das überhaupt nichts. Ich tue es trotzdem. Und falls es doch was bringt, dann möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt Unfug erzählt habe. Und wäre cool, wenn ihr das in den Kommentaren schreiben würdet. Ich habe das von Anfang an immer wieder weggebombt. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat. Ist egal. Wir hauen noch ein paar Gegner um. Das kann ich gut. Hier haben wir wieder Zediago und da sehen wir auch gleich, wie stark das neue Schwert ist. Das macht nämlich genauso viel Schaden oder ungefähr so viel Schaden wie Phobias Bogen. Und das ist schon sehr, sehr, sehr mächtig. Ja. Genau. Wenn es denn mal trifft. Sozusagen. Hey, ein Level Up. Das ist sehr schön. Wir können uns weitermachen. Yay, Gegner, die wir noch nie gesehen haben. Das war das. Und wir klettern hier nach oben und hauen noch ein paar Sphinx um. Jawohl, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Aber einer Sache bin ich mir Gott sei Dank bewusst. Der Dungeon ist bald vorbei. Wird echt Zeit. Und das hat Phobia gerade ziemlich wehgetan. Dann heilen wir sie doch mal. Sie hat gar nicht mehr so viele magische Ladungen. Allerdings macht das gar nichts, denn wir kämpfen eh gleich gegen den nächsten Dungeon-Boss. Zuerst will ich hier nach oben. Und das ist vom Mapping her ein bisschen merkwürdig, denn es sieht so aus, als würde... Nein! Ja. Was ich sagen wollte, es sieht hier so aus, als würde die Treppe hier aufhören, aber man kann tatsächlich hier durch. Ja. Außerdem könnten wir uns diese Truhen hier schnappen, indem wir den Weg wieder zurückgehen. Und das werde ich tun, allerdings erst auf dem Rückweg, denn was wirklich Wichtiges ist hier nicht drin, was ich jetzt zwingend zum Überleben brauche. Denn hier haben wir schon den nächsten Dungeon-Boss. Und ich habe jetzt aus Versehen vorgespult. Das tut mir sehr leid. Das wollte ich nicht. Den nächsten Dungeon-Boss. Auf den ich ein bisschen geheilt und mit voller Magie treffen möchte. So. Hier gehen wir vorsichtig entlang. Ja, wunderbar. Und machen ihn mit der epischen Musik im Hintergrund einfach mal voll fertig. Wir treffen auf den Eisgolem, den Boss der Eispyramide. Der Eisgolem ist schwach gegen... gegen was ist der denn nochmal schwach? Gegen Feuer? Würde auf jeden Fall Sinn machen. Natürlich.
Und Phobia greift natürlich statt mit ihrer Feuerattacke mit dem Bogen an. Das macht vollkommen Sinn. Der Eisgolem ist relativ stark. Das heißt, Phobia wollt ihr hier auf jeden Fall auf der Automatik lassen, dass sie entsprechend mit Heilzaubern reagieren kann. Wie hier zum Beispiel. Oh mein Gott. Ich habe noch 2 teuflische Ladungen. Oh, Phobia greift auch mal mit Feuer an. Das ist ja prächtig. Das macht mächtig viel Schaden. Und die Eiswürfel sind, glaube ich, relativ fies. Denn die haben irgendwie noch einen zusätzlichen Statuseffekt. Ich könnte euch jetzt allerdings nicht mal aus dem Stegreif sagen, welchen. Machen allerdings nicht allzu viel Schaden. Die Phobia haut weiter mit drauf. Das ist sehr gut. Nein, keine Eiswürfel. Oh mein Gott. Wir greifen weiter an mit unserem neu erstandenen Schwert. Okay, alles noch im grünen Bereich hier. Ja. Oh Gott. Ja, stimmt. Die hatte ich wirklich vergessen. Er hat eine Attacke, die die gesamte Gruppe angreift und ihn selbst um 200 heilt. Was er tatsächlich relativ oft machen kann, was ich ziemlich fies finde. Allerdings würde das, so wie es hier aussieht, nicht allzu viel weiterhelfen, denn er ist wirklich fast am Ende. Phobia heilt uns nochmal, das ist sehr, sehr gut. Ja, und er heilt sich wieder hoch, das ist nicht so gut. Ja, komm, das sollte jetzt eigentlich sein Ende sein, so langsam. Nach dieser Runde... Nein, nicht wieder hochheilen! Oh. Ja, okay. Wir zögern das Ganze noch ein bisschen hinaus. Nein! Ah, hör auf damit. Ich sag's ja, der macht das wirklich gegen Ende hin. Mann! Benjamin, triff was! Benjamin, der meinen Namen trägt. Hm. Oh, komm schon. Das wird jetzt richtig nervtötend. Wenn Phobia... Ich glaube, ich schalte Phobia gleich einfach wieder auf manuell um. Benutzt doch deinen Feuerfluch. Naja, wie auch immer. Das Monster ist besiegt. Und der Eisgolem geht zugrunde und hinterlässt, wie schon der Glutstepper vor ihm, einen weiteren Kristall für uns. Oh hey! Wir haben die Welt gerettet. Ja, fast. Noch nicht so ganz, ne? Okay. Darf ich dann mich bewegen? Achso, ja. Der Kristall, ich muss nach Aquaria zurück. Ich dachte, du wolltest nach Auaria. Vergiss nicht, mit Spencer zu sprechen. Ja, das tue ich wohl. Tschüss dann. Da geht sie hin. Wir nehmen uns die Wassermünze. Und ich lasse mich hier mal runterfallen. In der Hoffnung, dass ich in diesem Raum lande. Und kann darüber hupfen. Und kann jetzt schauen, was in diesen Truhen drin ist. Nämlich Bomben und Bomben. Sehr, sehr nice. Und theoretisch kann ich mich hier einfach unterstützen. Das ist wohl der kürzere Weg. Und kann hier nach draußen und wieder den ganzen lieben langen Weg zurück. Denn ich habe noch keine Möglichkeit, früher aus dem Dungeon einfach abzuhauen. Komm schon. Du schaffst das, Held. Du bist fast am Ausgang. Ah. Na, oder auch nicht. Ich bin wirklich froh, dass wir die Eispyramide jetzt hinter uns haben. Ab hier geht's quasi nur noch bergauf, kann man sagen. Ich bin froh, dass ich diesen Dungeon nie wieder betreten muss. Ich mag ihn wirklich überhaupt nicht. Aber naja, ich denke, wir haben das ganz konsequent gelöst hier. Vermute ich jetzt mal. Und nein, nicht gegen die Wand springen. Das könnte zu Kopfschmerzen führen. Mhm, sind nicht gut. Mich wundert es immer noch, dass wir so lange hier drinne waren. Hätte ich ehrlich gesagt selbst nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, das geht schneller rum. Aber quasi zweimal einen halben Part und einen ganzen Part hier in der Eispyramide ist schon heftig. Ist schon wirklich irgendwo ein bisschen krass. Muss man schon mal sagen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich auch den Weg wieder zurückfinde. Da entlang war das, glaube ich. Und dann darüber. Und dann da hoch. Und dann komme ich da wieder raus. Wunderprächtig. Und sobald wir hier jetzt draußen sind, wollen wir natürlich
Beziehungsweise wir sehen schon, hier hat sich einiges verändert. Alles ist grün und die Vöglein zwitschern, denke ich. Hier sind gar keine Vöglein. Jedenfalls, Aquaria. Ah, es ist so grün und friedlich und im Inn können wir jetzt nicht nur Bomben kaufen, sondern Heiltränke. Was ich allerdings nicht tun werde, da ich mir die in Massen wirklich jederzeit selbst besorgen kann. Wo ich allerdings hin möchte, ist hier ins Wasser. Ein bisschen schwimmen hat noch keinem geschadet. Das ist aber nicht der eigentliche Grund. Ich will nämlich hier unter... jetzt habe ich schon ihren Namen vergessen. Das ist wirklich schlimm. Fobias Haus. Denn dort befindet sich Spencers Ort. Und in Spencers Ort gibt es nicht viel im Moment für uns zu holen. Außer Spencer. Und den holen wir nicht, den treffen wir. So. Also in diesem Part wird jetzt außer den ersten paar Kämpfen wirklich, sage ich gleich im Vorhinein, nicht viel passieren, außer ein bisschen rumgelaufen und Story. Denn dadurch, dass wir das Eis in Aquaria gebrochen haben, können wir jetzt natürlich Spencer befreien, der ja laut Phobia unter der Stadt bzw. unter dem Haus quasi lebendig begraben wurde. Das können wir natürlich nicht so stehen lassen und wollen ihm sogleich einen Besuch abstatten mit dieser wunderschönen Musik. Zuerst will ich allerdings hier rüber. Will ich das? Keine Ahnung. Hier haben wir übrigens Spencer. Hallo Spencer, kann ich von da oben aus? Nee, kann ich nicht. Das wäre es jetzt noch gewesen. Achso, ja, hier kann ich, denke ich, raus. Und da sieht man mal kurz, wo wir sind. Nämlich, an dieser Klippe war man schon mal, nur auf der anderen Seite. Da ist nämlich der Lebenstempel. Deshalb spielt er auch die gleiche Musik, denke ich, weil das irgendwie quasi im gleichen Raum ist oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls will ich hier wieder zurück. Und ich glaube auch, dass ich hier noch nichts weiter abkrabbeln kann, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Sondern erst später. Genau, hier kommen wir noch nicht rüber. Schauen wir doch mal, was Spencer so ein bisschen zu sagen hat. Nee, nein, los. Mann, lass mich da durch. Nein, okay. Ein Wunder ist geschehen, das Eis ist geschmolzen. Ja, Phobia und ich haben den Kristall des Wassers wieder aktiviert. Als Dank sollst du den Schild der Alten erhalten. Halt, Max hat ihn im Fokusturm verborgen. Max? Ich habe von ihm gehört, irgendwo, obwohl die Übersetzer den Dialog eigentlich komplett rausgeschnitten haben. Wo steckt er? Er steckt mit seinem Schiff in einem ausgetrockneten See fest. Nein! Ich will von hier aus einen Tunnel graben. Mit meinen Händen. Der direkt zu ihm führt. Hier, der Schlüssel für den Schild im Fokusturm. Und, hiermit haben wir den Soul-Schlüssel erhalten. Geh nun nach Feuerburg, dort wird ein schreckliches Erdbeben. Mit dem Soul-Schlüssel können wir uns eine Kleinigkeit besorgen. Ja, hier komme ich doch schon rüber. Wusste ich's doch. Ich hatte es doch noch richtig in Erinnerung. Hier haben wir nämlich Krafttränke. Nichts Wichtiges, aber wir nehmen es mal mit. Mit dem Soul-Schlüssel kommen wir an einen Ort im Fokusturm, an den wir sonst nicht kommen würden. Was das für ein Ort ist, werde ich entsprechend zeigen. Natürlich, sonst wäre es ein bisschen blöd. Wie auch immer, wir begeben uns wieder auf den Weg zurück nach Aquaria. Ja, es ist jetzt ein English Let's Play, oh yeah. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Hätte ich mal wieder Lust drauf, vielleicht. Ich habe eine Idee. Das ist echt eine saugute Idee, weil ich mal wieder total Bock auf ein englisches Let's Play hätte. Also ein richtiges. Schreibt mir doch mal in die Kommentare ein richtig geiles, recht kurzes Spiel für irgendeine Klassikkonsole. Oder auch so ein klassisches PC-Spiel, wo man relativ einfach rankommt vielleicht. Das ihr gerne als englisches Let's Play sehen wolltet. Ich habe tatsächlich schon einen neuen Kanal für englischen Content gemacht, den ich allerdings noch geheim halte. Da ich, wie gesagt, im Moment keinen Content dafür habe. Aber da dürft jetzt ihr mal entscheiden. Das ist doch mal eine gute Idee an alle meine Mystic Quest Fans. Ihr dürft jetzt entscheiden, was mein erstes, nächstes, neues englisches Let's Play wird. Entweder irgendein Konsolenspiel oder auch gerne ein PC-Game.
Kurz muss es sein, Spaß muss es natürlich machen. Also ich sag mal, das sollte vielleicht in so 15 Parts abgehandelt sein. Weil das wirklich kein riesen Main-Projekt werden soll. Ich habe für ein großes Projekt echt keine Zeit im Moment. Aber sowas Kurzweiliges wird mir schon mal Spaß machen, komplett auf Englisch. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr da vielleicht gerne sehen wolltet. Und ich schaue mir das ein bisschen durch. Und wenn ein Projekt da besonderen Anklang findet, kann man sich ja vielleicht mal überlegen, da was zu machen. Allerdings möchte ich jetzt hier die Folge etwas kürzer fassen, denn ich finde, hier ist ein super Punkt, um zu schneiden. Wir haben die Eispyramide endlich abgeschlossen, wir haben Spencer getroffen, wir haben den Soul-Schlüssel erhalten. Und in der nächsten Folge machen wir uns drauf und dran, nochmals den Fokusturm zu besuchen und nach Feuerburg zu reisen, um zu schauen, was denn die Ursache hinter diesem merkwürdigen Erdbeben sein könnte. Also, ich hoffe, das Netzwerk hat euch soweit gefallen. Falls ihr aber dabei den Kommentieren gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.